Existenzökonomie. Diktatur des Individuums. Ab Seite 544 bis 557. Inhalt. 11. Bildungssystem. 11.1. Voltairean. 11.2. Marktanalyse Eliarning. 11. Bildungssystem. Jede Nation muss sich fragen, ob sich die erlernten Informationen auf die Gesellschaft, also das Individuum und somit die Wirtschaft positiv auswirken. Nur für das Individuum förderliche Informationen können zum Erfolg führen. Einfach nur Geld in Bildung zu investieren ist nicht ausreichend, um Wachstum, Innovation und Wohlstand zu erzeugen, wenn die zentral verordnete Bildung genau das nicht hervorbringt. Ich schlage deshalb eine dezentrale Förderung vor. Die Individuen werden gefördert und können sich ihre eigenen Privatschulen oder Online-Kurse/Arbeitsgruppen aussuchen. Ich glaube, dass Brecht ähnliche Vorschläge unterbreitet. Ihr sollt sie nicht mit leeren Formeln, sondern mit Bildern erfüllen, die ein Gefüge mit sich führen. Ihr sollt sie nicht in erster Linie mit Totemwissen vollstopfen, sondern ihnen einen Stil heranbilden, damit sie die Dinge erfassen können. Und ihr sollt in dem jungen Menschen, den Menschen, heranbilden, indem ihr ihm vor allem den Austausch lehrt, denn außerhalb des Austausches gibt es nur Verknöcherung. Ihr sollt aber die wunderbare Zusammenarbeit aller lehren, die sich an allen durch alle und durch jeden Einzelnen vollzieht. Dann wird der Chirurg die Wüste durcheilen, nur um das Knie eines einfachen Arbeiters zu kurieren. Denn es geht dabei um ein Gefährt. Und sie haben alle, beide den gleichen Lenker, Exupéry, 1995, 122. Staatlich organisierte Bildung kann nicht besser als dezentrale Bildung funktionieren. Mit Hinblick auf die technologische Entwicklung, haben Deutschlands Schulen das 21. Jahrhundert verschlafen. Dass Bildung in jedem Falle gefördert werden müsse, erkannte bereits Adam Smith, um der geistigen Abstumpfung eines Großteils der Bevölkerung entgegenzuwirken, Peterson, 1996, 27. Amerika lässt grüßen. Im Sinne der heutigen sektoralen Transformation geht es auch gar nicht anders. Das erste, was Deutschland unternehmen müsste, wäre das Dreiklassensystem abzuschaffen. Länder wie Sachsen, die längst ein Zweiklassensystem haben, was auch nicht sonderlich besser ist, lagen im PISA-Vergleich stets weiter vorne. Spiegel, 23.05.11. Ich bin für die Dynamisierung von Bildung. Schweden hat nur das Abitur. Das scheint noch besser zu gehen. Erstrebenswert kann der Abiturzwang für uns jedoch nicht sein, da wir heterogener aufgestellt sind. Dennoch, die frühe Selektion von Kindern in Deutschland ist weder ethisch noch neurologisch zu vertreten, noch international üblich. Das Klassensystem schafft sich Deutschland damit selbst. Des Weiteren ist, Schulbildung nach den Neigungen der Individuen auszurichten. Die Vergleichbarkeit von Wissen war die gefährlichste Doktrin der letzten 200 Jahre. Die zukünftige professionell organisierte Kursvielfalt muss so hoch sein, dass sich bereits die Kinder, über die Grundkurse hinaus, in ihren relativen Grenzleistungen, Interessenschulen, erschöpfen können. Sie müssen früh lernen, problemorientiert zu studieren und ihren Interessen zu folgen. Sonst erhält man am Ende Kinder, die einem 35 Jahre alten BWLer erklären wollen, wie Freihandel funktioniert, wovon sie gar nichts verstehen. Sie haben vermutlich nur den Unsinn ihrer Lehrer übernommen, die sogar zu dumm sind, das Feuilleton der Zeit zu lesen. Wissen, nichts zu wissen, kann also auch in begrenztem Maße ein sinnvoller Instinkt sein, um sich forschend und fragend zu adaptieren und Gedankensysteme zu vergleichen und abzugleichen und vor allem um sich auszutauschen. In meinem Regierungspraktikum habe ich neben einer Produktivitätspräsentation einen Bildungsvergleich einiger OECD-Staaten vorgenommen. Deutschland hat im OECD-Durchschnitt relativ wenig Akademiker. Dennoch sind wir derzeit am produktivsten. Auch Josef Stiglitz und andere Ökonomen gelangen immer mehr zu der gleichen Erkenntnis. Länder wie Deutschland haben einen hochgradig konkurrenzfähigen Hightech-Sektor und verarbeitende Industrie, mit Hilfe der Ausbildungsstruktur, etabliert, Stiglitz, 2010, 194. Hierzulande ist es Professor Dr. Gerhard Bosch, der sich für diese Sichtweise stark machte und darauf verwies, dass Deutschland mit seiner Ausbildungsstruktur nicht mit anderen OECD-Staaten vergleichbar ist. Dennoch nimmt der Pseudo-Vergleich untereinander zu. Das Ziel ist, es heute, Master zu sein. Außer 10 Kurse mehr haben die auch nicht drauf als ein Bachelor. Im Folgenden finden Sie eine Grafik über die Qualifikationsstruktur Deutschlands. Wie man an der Grafik schön erkennen kann, saugt die Bundesregierung den größten prozentualen Anteil an Hochqualifizierten auf,
was in Bezug auf die Ausführungen der Grenznutzentheorie fatal ist. Milton Friedman hatte einmal mehr recht mit der Behauptung, dass die Regierung zu viele Ressourcen verschwendet. Die Qualifikationsstruktur zeigt auf, dass unser Land hauptsächlich Arbeiter aufweist, die eine Ausbildung haben. Und Deutschland fährt gut damit. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist jedoch, inwieweit die soziale Stellung der Arbeiter ausgeprägt ist. Als wie wertvoll erachten wir einen normalen Arbeitsplatz? Und vor allem, können und konnten wir damit gut überleben und einen geeigneten Partner reizen? Das gilt es in Zukunft zu untersuchen. Ich schlage vor, alle Bildungssysteme, ob Schule, Uni, Kurse für Firmen unter einem Lernsystem zu vereinigen. Scheint ja gut zu funktionieren, wie das 11-jährige Mädchen in Stanford aufgezeigt hat. Freilich muss es Basiskurse geben, aber sonst müsste der hohe Genuss sich in jenes oder solches Gedankensystem durch die Neugier der Kinder und nicht durch die Schablonen der Lehrer gezwungen werden. Bild 1. Wenn der Konsum von Gedankensystemen so wichtig ist, dann nimmt das Bildungssystem eine besondere Stellung ein. Ich schlage ein dynamisches Bildungssystem vor, in dem alle Vorlesungen der Professoren gefilmt und online gestellt werden. Genau das Gleiche könnte man mit den Schulen machen. Schwächere Kinder und Studenten könnten sich die Lehrstunde dann nochmals ansehen. Lehrstoffwissen sollte in Zukunft vollständig digital abrufbar sein. Kostenfrei und dezentral organisiert, im Sinne von Gutscheinen. Darüber hinaus sollte Bildung, wie wir sie heute kennen, problemorientierter ablaufen. Es macht überhaupt keinen Sinn, 100 Jahre altes Lehrmaterial zu verinnerlichen, wenn die Materialien kaum Antworten auf die heutigen Fragen bieten. Ich würde in dem Falle dem Ansatz der Universität von Ontario folgen. Das problemorientierte Lernen hat sich bewährt und ist weitaus nachhaltiger als die reine Präsenzlehre, obwohl auch die nicht unwichtig ist, da Kinder eine gewisse Orientierung in ihrer Lernadaptivität benötigen, was Studien belegt haben. Die Zukunft des Lernens sollte über das Internet gestaltet werden. Die Uni-Prüfungen könnten sogar mündlich über das Internet organisiert werden. Hierdurch würde das Distanzproblem verschwinden. Prüfungscenter könnte man deutschlandweit aufbauen, damit niemand tricksen kann. Auf Sardinien waren mündliche Prüfungen normal. Weniger wussten die Italiener dadurch nicht, ganz im Gegenteil. Problemorientiertes Lernen über Hausarbeiten scheint mir außerdem der weitaus bessere Weg zu sein, als multiple CHUICE, wie ich im Unterricht bei Professor Dr. Matthias Fischer festgestellt habe. Durch die eigene Erarbeitung, und fast nur hierdurch, von komplexen Sachverhalten und Schrift, können wir im Sinne Humboldts alle relativ genial werden. Wörter aneinanderreihen bedeutet, den Sinn, der den Wörtern innewohnt, in einen vernünftigen Wirkungszusammenhang zu bringen, damit wir aufgrund dieser Verknüpfungen eine neue erweiterte Sprache erzeugen können. Es heißt ja zum Beispiel auch Programmiersprache. Mit diesen Wahrnehmungserweiterungen kommt es zu weiteren Denkprozessen, nur so wird man universeller und im Sinne der Neuroplastizität auch intuitiv effektiver. Nur etwas schnell und effizient zu machen, ist sinnlos, wenn es das Individuum unglücklich stellt. Freilich kann und muss auch Ameisenarbeit einigen Spaß machen. Viele Kreative zahlen einen hohen Preis für ihre kontrafaktischen und ochlokratischen Grund- und Masterstudien, in denen sie häufig einen Haufen Müll konsumieren. Eigentlich ist der Begriff Ameisenarbeit unsinnig, er soll nur aufzeigen, dass wenn sie richtig gut singen könnten, aber es aus Ameisengrünen nicht tun und sie sich nicht in ihrer Grenzleistung erschöpfen, aggregiert einen Wohlfahrtsverlust erzeugen, wenn sie ein begnadeter Violinist geworden wären. Produktive Bildung wird erst dann gelingen, wenn sich die Individuen in der Grenzleistung ihrer Neigungen erschöpfen können. Nehmen Sie die vorliegende Arbeit. Ökonomie ist eine Sozialwissenschaft. Wie soll man Ökonomie ohne alle anderen Fachdisziplinen verstehen können? Ohne Geschichte, Neurologie, Psychologie, Psychoanalytik, Evolutionstheorie. Die Zukunft der Bildung muss individualistisch dynamisch sein. Wie mit dem Mathelehrer beschreiben, geht es ja nicht um Mathe, sondern um denjenigen Lehrer, der didaktisch geeignet ist, dieses Wissen zu vermitteln. Einen Abschluss anzustreben, bei dem scheinbar alle gleich viel können, werden kaum dynamische Individuen hervorbringen, was der heutige ochlokratische Bachelor-Prozess beweist. Die dümmste Idee der Volksbildung war, die Titel und Inhalte miteinander vergleichbar zu machen. Das muss wohl als Humboldts Albtraum erkannt werden. Wir leben in dynamischen und individualökonomischen Volkswirtschaften. Nachdem die Eurobürokratie die vermeintlichen Krümmungsvorgaben für Bananen, die Aufbewahrungspflicht für Gartenfackeln im Waffenschrank und die Größe der Warnhinweise auf Zigarettenschachteln festgelegt hätte,
würden jetzt eben auch die Universitäten im Rahmen des neoliberalen Umbaus zu einem Bürokratiemoloch mit ausgefeilten Kontrolltechniken umgebaut. Kühl, 2001, 7. Genauerer Literaturhinweis ist, leider über Bord gegangen. Ich kenne nur eines als ungerecht, wenn Gerechtigkeit zur Gleichmacherei wird, Exupéry, 1995, 315. Da sollte es nicht um Titel und Gleichschaltung, sondern um verwertbares Wissen gehen, mit dem die Spieler, Wachstum, erzeugen. Und das wird ihnen erst dann gelingen, wenn sie sich in der Grenzleistung ihrer Neigungen erschöpfen. Erst wenn sich alle Fachdisziplinen überschneiden und sich die landesweiten Universitäten verbinden, damit die Individuen ihren eigenen, persönlichen Weg finden können, werden sich die Gedankensysteme verändern und Wachstum erzeugen. Freilich muss es einen Kern geben. Aber wenn ein BWLer erkennt, dass er doch lieber VWL oder Informatik studieren will, dann hilft das nicht nur dem Individuum, sondern auch die Grenzleistung der Nation zu steigern. Seine BWL-Punkte kann er einfach übernehmen. Er gestaltet sich so sein ganz persönliches Punkteprofil. Erreicht er ein gewisses Maximum an Punkten, in einer gewissen Zeit, erhält er seinen Abschluss, wie es heute der Fall ist. Kriegt er damit später keinen Job, ist er selber schuld. Immerhin hat er dann das studiert, was er wollte. Heute ist es so, dass man zu 70% mit Zeug vollgeladen wird, das man weder verstehen will, noch will man das später machen. Wozu soll man es denn lernen? Wir müssen uns persönlich mehr spezialisieren, auf genau das, was wir am besten können und uns am meisten interessiert. Bildung muss in Zukunft nahezu gratis zur Verfügung gestellt werden, um die wichtige sektorale Transformation massiv zu erhöhen und zu beschleunigen. Langfristig könnte die ganze Nation von einem Internet-Universitätsnetzwerk profitieren. Wir müssen nur hier aufpassen, dass die lokale erzeugte Wertschöpfung sich auch lokal in Form von einer höheren Geldbasis kapitalisiert. Es kann ja nicht sein, dass ImmoScout, das Monopol, unsere Primäreinkommen meldet und sich die Amis die Hände reiben. Bei Google und Facebook und eBay und Amazon ist es genauso. Wir müssen anfangen, über Konsum und Produktion und der dazugehörigen Geldbasis und dem Care Capital nachzudenken, und wir müssen einfache Fragen stellen. Warum gibt es ein solches Bildungssystem nicht und warum baut Berlin verdammt nochmal keine Autos? Wenn wir das im Sinne der Smitschen Kapital- und Investitionsgenerierung nicht im Internet organisiert kriegen, können wir uns gleich wieder hinlegen. Wir müssen das komplette Bildungs-, Handels- und Finanzmarktmodell mit dem Internet-Digitalrecht vernünftig im Sinne meiner Theorien in Einklang bringen, andernfalls wird uns die Digitalisierung, wie ich mit dem Expansionsparadox aufgezeigt habe, eher in die Dunkelheit als an das Licht führen. Im Zuge meiner Recherchen war ich bestürzt, wie wenig die Beamten in Bonn und Berlin von E-Learning verstanden. Wenn wir in Zukunft mehr Wachstum wollen, müssen wir die bestehenden Bildungshierarchien durchbrechen. Schüler und Studenten sollten die Möglichkeit erhalten, sich in ihrer Grenzleistung zu erschöpfen. Das wird wahrscheinlich nur in Kombination über Online-Bibliotheken und Online-Kurse bewerkstelligt werden können. Das Ganze sollte teilprivatisiert und durch kostenfreie Bildungsgutscheine finanziert werden. Wenn ein Schüler und Student Kurse an unterschiedlichsten Schulen und Universitäten belegen kann, dann sind wir in der Zukunft angekommen. All diese Vorschläge hier habe ich längst 2012 den Banken und der Regierung unterbreitet. Ich bin einfach auf taube Ohren gestoßen. Ein Schüler, der eine 1 in Mathe und in Physik bringt, kann man nicht zwingen, in die Realschule zu gehen, wenn die anderen Noten nicht ausreichen. Das kann und darf es in Zukunft nicht mehr geben. Jeder Schüler muss entsprechend seinem Leistungsniveau studieren können. Seine Abschlussnote könnte durch ein entwickeltes Evaluationsverfahren errechnet werden. Er erhält dann meinetwegen ein Zeugnis, das aus Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiumnoten und anderen Kursen besteht. Viel Fantasie und statistisches Know-how benötigt man nicht, um so etwas durchzusetzen. Im Folgenden gehe ich auf das Boll-Theorem ein. Es besagt, dass die eigene Grenzleistung mehr vom Glauben, der Anerkennung und der relativen Unversehrtheit abhängt, als von einem prestigehaften Universitätsnamen. Wie die sehr bemerkenswerten Zeitartikel am Anfang aufzeigen, hatte ich vor 3 Jahren auch hiermit genau den richtigen Riecher bewiesen. Aber was hilft es alles, wenn die Ochlokraten über die Geldmenge verfügen? Verstehen Sie? Kreativität ist genug bei der Armut in Deutschland vorhanden, also der Zwang in hoch genug, dass die Plastizität mancher nur so sprudelt. Manchmal muss man den Genie aber auch dann einfach aus der Flasche lassen und Kapital vergeben, sonst wird nichts. 11.1. Boll-Theorem. Ihr habt nicht den Auftrag, in den jungen Menschen,
den Menschen zu töten oder sie in Ameisen für das Leben im Ameisenhaufen zu verwandeln. Denn es kümmert mich wenig, ob der Mensch mehr oder minder glücklich ist. Es kommt mir darauf an, inwieweit er mehr oder weniger Mensch ist. Ich frage mich nicht in erster Linie, ob der Mensch glücklich sein wird, sondern welcher Mensch glücklich sein wird. Und ich mache mir nichts aus dem Überfluss der Sesshaften, die wie das Vieh im Stalle gemästet sind, Exupéry, 1995, 122. Wenn ich vom Sesshaften spreche, meine ich nicht den Mann, der vor allem sein Haus liebt. Ich meine den Mann, der es nicht mehr liebt und nicht mehr sieht. Denn auch dein Haus ist ein ständiger Sieg, Bender, 486. Der Mehrwert meines Bildungsansatzes und der Beendigung des statischen Bildungsunterschieds in Gut, Mittel und Schlecht, kann durch das Ball-Phänomen besser verstanden werden. Als Jugendlicher hatte ich am Rande mitbekommen, dass der Tischtennisspieler Timo Boll großes Potenzial hat. Was mich an der Berichterstattung über Boll fasziniert hatte, war die Vorsicht, mit der er gefördert wurde. Man erkannte, dass sein Talent außergewöhnlich war. Man bemühte sich so gut es nur ging, dem angehenden Spitzensportler die nur erdenklich besten Voraussetzungen für seine Karriere zu ermöglichen. Sein ganzes soziales Umfeld wurde nach ihm ausgerichtet. Der Weltranglistenvierte ist heute der beste deutsche Tischtennisprofi. Ich finde es erstaunlich, mit wie viel mehr Vorsicht man einem Kind begegnet, wenn man erkennt, dass es Talent hat. Wie viele Schillers und wie viele Kafkas wir wohl die letzten 100 Jahre unentdeckt haben verkümmern lassen. Wie viele Erfinder und Erneuerer sind an ihrer Prägung erstickt. Wie viel Talent fördern wir heutzutage? Ein Kind, das klassenmäßig von vornherein als minder eingestuft wird, wird sein Talent weder ausreichend fördern, noch entfalten können und wahrscheinlich erst gar nicht entdecken. Mein Leben lang wird mir erzählt, wenn ich sage, ich das schaffst du nicht, oder das geht nicht, bis es dann aber immer komischerweise irgendwie geht. Max Otte zieht des Weiteren in seinem Buch Der Informationscrash eine nüchterne Bilanz über die internationalen Ratings der Hochschulen. Als ich für die Regierung gearbeitet habe, bin ich durch meine Recherche zum gleichen Ergebnis gekommen. Nur die obersten 30 bis 40 amerikanischen Research-Universitäten können mit dem Durchschnitt der deutschen Universitätsbildung mithalten, wie deutsche Eliteforscher beurkundeten. Ich vermute, dass die Erfolge der obersten amerikanischen Universitäten auch auf das Boll-Theorem zurückzuführen sind. Wenn man Student an der Harvard-Universität sein will, muss man vorweg schon einmal sehr gut sein und das nötige Kleingeld haben, um sich den Zirkus leisten zu können. Hinzu kommt, um so gut zu werden, um dort aufgenommen zu werden, benötigt man wahrscheinlich schon ein sehr gutes Prägungsumfeld. Sich als Elite wahrzunehmen erzeugt bei einigen mit Sicherheit eine Schaffenskraft und Dynamik, die wohl die schönste Form von geistigem Risikokapital ist. Wenn ich mich geil finde, dann werde ich nicht nur über die schöne Frau verfügen, sondern ich werde auch angstfrei ins Leben starten. Viele kommen aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Hört man hierzulande bislang noch sehr oft. Vermögen wir unseren Kindern auch nur ansatzweise klar zu machen, dass geistige Freiheit das Ziel ist, werden wir viel mehr gesundes und notwendiges Wachstum beobachten können. Jeder Mensch kann Exzellenz erreichen. Dafür braucht man nicht auf eine Elite-Schule oder Elite-Universität zu gehen. Was ich mit dieser Arbeit und einer angestrebten Professur in New York im Sinne von Hermann Hesse beweisen will. Man muss lediglich an sich glauben, fleißig und aufmerksam sein, lernen und freilich benötigt man eine gewisse Form der Anerkennung, um seiner Grenzleistung folgen zu können. Wir bedingen eine gewisse Form der produktiven Kooperation. Aber verzagen Sie nicht. Wenn die ganze Welt von Ihnen nichts hält und Sie selbst immer noch in der Stille leuchten, dann haben Sie nicht nur Weisheit, sondern vielleicht schon Größe erlangt. So grüße ich meinen arabischen Gebäudereiniger. 11.2. Marktanalyse E-Learning. Es werden wieder einmal die amerikanischen Unternehmen sein, die sich im universitären E-Learning-Bereich durchzusetzen versuchen. Dass sich E-Learning in Zukunft durchsetzen wird, ist, aufgrund der Marktanalyse nicht zu bezweifeln, was auch Michael Keres, Professor für Mediendialektik an der Uni Duisburg-Essen 2009 feststellt. Die deutsche E-Learning-Branche ist stark in Bewegung. Der schärfste Konkurrent im Uni-Bereich wird langfristig Apple sein, die bereits begonnen haben, mit hiesigen Unis zu kooperieren, beziehungsweise ihren iTunes E-Learning-Bereich für die Unis bereitzustellen. Folgende Unis bieten derzeit Video, Audio und Textmaterial an, Stand Mai 2011. Zeppelin-Universität Friedrichshafen, Leibniz-Universität Hannover, Universität Hamburg, Helios-Akademie Berlin, LMU München, RWTH Aachen,
Uni Freiburg und Hasso-Plattner-Institut können künftig auch Lerninhalte von Huberlin, Uni Duisburg, Essen, Uni Köln, Hochschule Furtwangen, Hochschule Hamm-Lippstadt und European School of Management and Technology eingesehen werden. 100 Millionen iTunes Downloads bei zwei Hochschulen. Apple und Stanford haben die neuesten Trends erkannt. Es gilt, eine Mischung aus Präsenzlehre und eigendynamischem Lernen zu etablieren. Kein E-Learning ohne Präsenzlernen ist das Resultat der deutschen E-Learning-Experten aus dem MMB-Trendmonitor von 2011. Die wichtige Mischung aus traditioneller Präsenzlehre und digitalem Lernen nennt man Blended Learning, was klar auf Platz 1 vor allen anderen E-Learning-Formen rangiert. MMB-Trendmonitor 2011. Apple stellt seit 2007 über sein Angebot iTunes U kostenlose Bildungsinhalte renommierter Hochschulen ins Netz, darunter Podcasts, Videos und dank einer kürzlich erschienenen EOSAP auch vollständige Kursmaterialien. Die Stanford University, Kalifornien, USA, und die Open University, Milton Keynes, Großbritannien, nannten nun erstmals Zahlen zum Nutzungsverhalten. Demnach erreichten beide Einrichtungen jeweils 50 Millionen Downloads. Bild iTunes U-Angebot der Stanford University. Beim Stanford-Angebot, das derzeit rund 100 Sammlungen zu den unterschiedlichsten Themen beinhaltet und 13 Komplettseminare offeriert, benötigte zur Erreichung des Meilensteins allerdings 7 Jahre, es ging 2005 in den Pilotbetrieb. Bei der Open University, der zentralen Fernhochschule Großbritanniens, ging das noch etwas schneller, wie schnell genau, gab die Verwaltung allerdings nicht an. Dafür wurde bekannt, dass über die iTunes U-App mittlerweile 1 Million aktive Abos bestehen, die seit dem 19. Januar gezählt wurden. Täglich werden bei der Open University 40.000 Downloads von Kursmaterialien verzeichnet. Das hohe Potenzial des E-Learning-Marktes lässt sich durch diese allerneuesten Zahlen vom 4.4.12 erahnen. Von einem Bildungsmarkt in dem Sinne, wie ich ihn schaffen würde, ist aber noch lange keine Rede. Virtuelle Klassenräume, wie ich sie gerade beschrieb, bilden seit Jahren einen stabilen Trend aus, wie der MMB-Trendmonitor schreibt. E-Learning-Spezialisten sehen einen der zukünftigen Haupttrends im SOCIAL Learning Communities, was sicher in der Begleitung des mobilen Lernens auftreten wird. MMB-Monitor, 2011. Bild 2. Organisiertes uni-übergreifendes dynamisches Studieren gibt es bislang nicht und ist eine völlige Marktlücke, die bei Erfolg sicher von Apple angegriffen würde. Es werden sich, wie die US-Nationalinflation-Assoziation beschrieb, ganz sicher mehrere interne Tunis durchsetzen können. Im Folgenden ist zu sehen, wie stark Bildung mit Wachstum korreliert und wie weit die USA und Deutschland mit ihren Bildungssystemen Boden verloren haben. Bild 3. War der E-Learning-Markt in den 90ern aufgrund der rudimentären Internetentwicklung noch nicht ausbaufähig genug und die damaligen Visionen viel zu voreilig, wurde er durch die Dotcom-Blase hinzugeschwächt. Jetzt bilden sich neben firmenbezogenen E-Learning-Angeboten immer mehr auch universitäre Ansätze heraus. Die UN hat 2009 eine Online-Volksuniversität ins Leben gerufen, die genau das gleiche Ziel wie ich verfolgt und die globale Ausbildungssituation verbessern will. Als Gründe des zukünftigen Erfolgs sehen die UN-Betreiber die gleichen Gründe wie auch ich: geringe Mobilität, mangelnde Bildungsinfrastruktur und die hohen Kosten eines Studiums. Die Gründe finden sich auch in den deutschen Firmen wieder. Die folgende Grafik ist von 2009. Bild 4. Die geringe Mobilität mit Bezug auf den zweiten Bildungsweg, Abendgymnasium, ist auch hierzulande eine große Chance, die bislang noch gar nicht umgesetzt wurde. Hinzu kommt, dass nur 50-70% derzeit einen Master machen. Hierfür besteht also auch ein Markt. Die Mobilität zwischen Bachelor und Master zu erhöhen, sieht der Präsident der Uni Hamburg als sehr wichtige Aufgabe für die Zukunft. Der Präsident Dieter Lenzen sagt letztlich, dass der Bachelor kaum als akademischer Grad wahrgenommen wird. Aktuelle CHE-Studien untermauern diese Feststellung. An den Universitäten wird mehrheitlich nach dem Bachelorstudium weiter studiert, der Bachelor wird offensichtlich nicht überall als tatsächlicher Regelabschluss begriffen, Nickel, 2011. Unter dem Gesichtspunkt drängt sich die Frage auf, ob es nicht besser wäre, den Bachelor bald abzuschaffen oder ihn für die Internet-Uni zumindest nicht zu empfehlen. Wenn nicht einmal die Regierung selbst den Abschluss ernst nimmt, wie Lenzen es ausdrückt, sollte der Bachelor umgangen werden. Dieter Lenzen bestätigt im aktuellen Spiegel-Artikel meine Feststellungen, dass der Bologna-Prozess der Bachelor-Studiengänge und die Hierarchieordnung die akademische Freiheit zerstört. Lenzen sieht in der Verschulung, Prüfungsmenge und Kontrolle der Studenten wenig Sinn. Damit bestätigt er meine universitäre und dynamische Auffassung von Bildung.
Heute fallen zum Beispiel in vielen BWL-Studiengängen 50 oder 60 Einzelprüfungen während des Bachelorstudiums an. Diese groteske Entwicklung zerstört die akademische Freiheit von Studierenden, zugleich mutieren Wissenschaftler zu Prüfungsbeamten. Statt zu einer Erleichterung führt das zu einer Vervielfältigung von Prüfungsangst und zu bewusstlosem Auswendiglernen für die Klausuren, die nicht selten unter Einnahme von Psychopharmaka geschrieben werden. Das, was man allgemein als Menschenbildung bezeichnet, sollte wieder Bestandteil des Hochschulauftrags werden, Spiegel, 22.05.12. Dieter Lenzen. Diese Ausführungen sind wichtig für den E-Learning-Markt, da die E-Learning-Präsenzlehre, wie ich sie beschrieb, am besten mit Hausarbeiten funktioniert und nicht mit Multiple-Quiz-Fragen und einem statisch organisierten Prüfungsmarathon. Dafür braucht man wahrlich nicht studieren gehen. Der reißerische Titel zu Bologna von Schultheiss et al. Im Jahre 2008, Humboldts Albtraum, und von Keller et al. 2010, Endstation Bologna, treffen den Nagel auf den Kopf. Werden Studierende gefragt, welche Lehre ihnen den größten Lernerfolg bringt, nennen sie vor allem zwei Arten. Eine wissenschaftsorientierte Lehre, die auf Forschung verweist oder zu eigener Forschung anhält, und eine zuwendungsintensive Lehre, bei der die persönliche Betreuung und Ansprache im Vordergrund steht, so eines der Hauptergebnisse des Forschungsprojekts von Margret Bülow-Schramm, Marianne Merkt und Hilke Rebenstorff, Nickel, 2011-14. Federführend in der interdisziplinären Lehrmethode scheint die Humboldt-Universität zu sein. Unter dem Pilotprogramm Bologna Lab wird das interdisziplinäre Studieren gefördert, um neue Forschungsimpulse zu ermöglichen. Es wird im Rahmen des Qualitätspakts Lehre gefördert und soll Freiräume für ein gegenständiges und forschungsorientiertes Lernen im Studium öffnen und kreativen Ideen in der Lehre mehr Aufmerksamkeit schenken, um innovative Lehr- und Lernformen an der Humboldt-Universität zu etablieren. Campus Geschichte, 25.10.12.5. Der Kulturprofessor Christian Kassung sagte hierzu: Ein zentrales Ziel von exzellenter Lehre ist, eingefahrene Denkstrukturen, wie sie jedem Fachgebiet eigen sind, aufzubrechen und kreativ zu stören, um den Blick für die Zusammenhänge zu schärfen, Bender. Das tat ich intuitiv. Das Resultat ist das vorliegende Werk. Ich mag den Ausdruck kreative Störung. Der geniale Titel lautete Produktiv stolpern. Auch Josef Stieglitz kam 2012 zur Erkenntnis, dass eine Schule kaum genügen kann. Die Begrifflichkeit kreative Störung möchte ich an dieser Stelle noch weitgehender philosophisch vertiefen, um die Tragweite in Bezug auf die latente Inhibition, Long-Term, Potentiation, Spontaneorikophagie und neuronale Plastizität etwas näher zu beleuchten, da mir das in der heutigen Zeit recht wichtig erscheint. Was ist kreative Störung? Kreative Störungen sind Gedankensystemextrapolationen, die in uns Echos erzeugen, die wiederum unser Gedankensystem intuitiv in Frage stellen. Also der synaptische Reiz wird durch die Amygdala als relativ wichtig erkannt, wodurch die Inhibition des Reizes sinkt und es erlaubt wird, die bestehende Tragfähigkeit des Gedankensystems zu rekombinieren, also zu destabilisieren. Hohe Plastizität, also eine schnelle Nervenleitgeschwindigkeit, ist dennoch nicht nur positiv für unser Nervensystem. Aufgefallen ist mir diese Erkenntnis durch eine 3-Sat-Reportage über Albert Einstein, dem man nachsagt, schwach latent inhibitiv gewesen zu sein. Er lehnte bekanntlich Autorität ab, besonders das deutsche Schulsystem, und ging in die Schweiz. Waren Franz Kafka, Hermann Heinrich Gossen, Ludwig Wittgenstein und Albert Einstein deshalb so großartige Metaphysiker, weil ihre Wahrnehmungen relativ inviabel waren? Alle Unternehmen, die in den letzten Jahren die Welt verändert haben, stammen von hier, Silicon Valley. Das ist kein Zufall und es wird so weitergehen. Die Leute im Silicon Valley haben eine besondere Energie. Und weil jeder hier ein bisschen verrückt ist, ist es einfacher, kreativ zu sein. Süddeutsche, 12.02.13.21. Laut Radkau waren auch Kant und Friedrich der Große der Hypochondrie verfallen. Radkau, 1998, 34. Max Weber war ebenfalls geistig instabil. Richard Wagner hielt seine Nerven für ruiniert. Bender, 269. Nietzsche ging an seinen Nerven zugrunde. Bender, 270. Adam Smith, der seine Studien in Oxford weitestgehend selbstständig durchführte, galt als zerstreut. Die erfolgreiche Romanautorin Madame Riccoboni sagte über Smith: Vergesslichkeit. Er ist das zerstreuteste Geschöpf. Aber von der liebenswürdigsten Artikel, Raphael, 1991, 30. Schiller glaubte, die Hypochondrie sei die Krankheit tiefdenkender,
tiefempfindlicher Geister und der meisten großen Gelehrten, Radkau, 1998, 34. Im Radio hörte ich, dass Gerhard Hauptmann eine reiche Frau heiratete. Er selbst kam wohl schlecht klar. Hesse litt unter Nervosität. Fontane auch. E. Bender, 269. Ja, und nehmen Sie Oscar Wilde. Er war zum Schluss auf einen Hotelier in Paris angewiesen, bei dem er gratis wohnte. Er sagte, Genius is born not paid. Ja, und der größte Schriftsteller, der jemals lebte, Exupéry, er sagte, wenn man mal ein Gleichgewicht erreicht hat, dann ist das Leben fern. Metaphysik geht immer mit der Destabilisierung des Geistes einher, um eine hohe Neuroplastizität zu erreichen. Nur so ist Interdisziplinarität erst möglich. Das ist die einfache Erklärung von Genie und Wahnsinn. Geschwächte latente Inhibition. Relativ inviable Extrapolation kontrafaktisch rationaler Impressionen, zur Überwindung der stabilen Adaption. Nervosität ist die erste Stufe zum Wahnsinn, E. Bender, 275. Wilhelm II. Und Caligula sollen viel gemeinsam gehabt haben. 1894 erschien Ludwig Quidls Caligula, der mit insgesamt 34 Auflagen das erfolgreichste politische Pamphlet im kaiserlichen Deutschland, Willer, wurde, E. Bender. Wer wäre bei Caligulas Kindheit nicht verrückt geworden? Für Beat war die Nervosität ein Ausdruck des zivilisatorischen Fortschritts und eine Anpassungsreaktion. Gustav Aschaffenburg glaubte, 1909, Nervosität und Genialität seien zwei Erscheinungsformen der gleichen psychopathologischen Prädisposition. Ja, nicht selten fänden wir die Neurastheniker als die genialen Pfadfinder der Kultur voranschreiten. Der ungarische Nervenarzt Fölgyesi werde nachweisen, dass die in der Nervosität verborgenen inneren Kräfte eigentlich das heiligste Urerbgut jedes heutigen Menschen darstellen. Emil Durkheim glaubte, der Neurastheniker sei ein unablässig sprudelnder Brunnen neuer Ideen, da er sich gegen das Joch der Gewohnheit sträube. Edmond de Goncourt schrieb an Zola: Bedenken Sie, dass unser Werk, und das ist vielleicht seine Originalität, seine teuer bezahlte Originalität, auf der nervösen Krankheit beruht. Nicht ganz unberechtigt warf der friesische Maler Mommsen den Theoretikern vor, Nervosität an die Stelle von Seele setzen zu wollen, Radkau, 1982, 265 bis 269. Nur so ist vermutlich metaphysische Genialität vereinbar. Also der Philosoph ist häufig ein bisschen verrückt. Der Volksmund hat nicht ganz Unrecht. Philosophie ist ein in sich destabilisierender Prozess, um Stabilität zu erzeugen. Der große Ludwig Wittgenstein, der sein Erbe unter anderem an Rilke verschenkte, der vor sich in den Ersten Weltkrieg flüchtete, weil er Angst hatte vor der Beendigung seines Tristatus verrückt zu werden, liefert die Antwort auf die Zwischenwelt von Über-Ich, intrinsische Metaphysik und dem eigenen rationalen Kern. Er flüchtet als Einsiedler nach Norwegen, geht in den Krieg und dann glaubt er bald die Probleme der Philosophie gelöst zu haben. Zeit Campus, Nummer 6-48. Es ist jedoch nicht, wie Wittgenstein glaubte, die Anordnung der Worte, sondern die Extrapolation der Gedankensysteme, die unsere Wahrnehmung neuroplastisch dynamisch determiniert. Daher wird es auch niemals eine Lösung der Sprache an sich geben. Auffallend unter allen benannten Personen ist, dass nicht wenige von ihnen Autorität ablehnten. Es scheint, dass wahrgenommener Zwang die latente Inhibition destabilisiert, was als Adaptionsreflex zu mehr Reflexion führt. Anpassung an zu viel Autorität und Lehrpläne und zu wenig Eigendynamik, also Dauerbegrenzung des eigenen Geistes, scheint im positivsten Falle zu Kreativität zu führen. Metaphysik ist gefährlich, da eine inviable Wahrnehmung das Gehirn schädigen kann. Aber zu wenig kreative Störung führt zur stumpfen Gewohnheit und verhärteter Rationalität. Es ist, so wie Hoxon es ausführte, die Anpassung an Rationalität führt zum Ausschluss von Kreativität und steigert die Rationalität noch. Franz Kafka und Hermann Heinrich Gossen waren geniale Genies oder geniale Idioten, wie Gossen auch bezeichnet wurde, weil sie grandiose Metaphysiker waren, die in ihrem Geist tanzten, auch wenn der kafkarische und Gossens CHE-Tanz auf mich befremdend wirkte. Erst durch Kafka weiß ich, was Metaphysik ist. Franz Kafka war der kreativ gestörteste Mensch, der jemals lebte. Wenn man den Institutionalismus verstehen will und seine Externalitäten und ihre damit zusammenhängenden extrapolierten Gedankensystemechos, die sich zum schriftgewordenen emotionalen Echo manifestierten, dann muss man Kafka begreifen wollen. Den Ängstlichen. Nicht einmal Milena wagte er zu sehen, so sehr fürchtete er sich vor Begegnung.
Wenn die emotionalen Echos derart viel Tragweite der eigenen Seele bedingen, muss man sich zurückziehen, um die eigene Wahrnehmung zu schützen. Kreative Störung ist weit mehr als Interdisziplinarität der Wissensstufen. Kreative Störung bedeutet, so offen zu sein und so viel verstehen zu wollen, dass der Sturm im Kopf eine Erkenntnis nach der anderen hervorbringt und der Denkende in seiner Stille leuchtet. Stört man ihn jedoch zu viel, dann schneidet er sich irgendwann ein Ohr ab. Wer sich mit den Schriften von Van Gogh an seinen Bruder beschäftigt hat, weiß, dass Van Gogh auch hätte Schriftsteller werden können. Abschließend will ich hier noch eine äußerst wichtige Sache erwähnen. Alle Selektionsverfahren an Unis werden Kafkas nach der leistungsneurotischen Auslese wahrscheinlich ausselektieren. Nachdem an der FH Nürnberg nach 2005, also kurz nach mir, Selektionsverfahren in International Business eingeführt wurden, also Tests, die ja die so berüchtigten Informationsasymmetrien verringern sollen, wie es Thomas Wagner in der Vorlesung in Bezug auf Eignungstests ausführte, kann die doppelte Ausselektion gerade die Rationalität und Psychopathie der zukünftigen Manager steigern. Thomas Wagner behauptete, dass die Eignungstests nur deshalb beständen, um Informationsasymmetrien zu verringern. Ich wäre an Eignungstests in der Uni mit Sicherheit zu der damaligen Zeit gescheitert, ganz einfach, weil ich müde war. Damit führt die Verringerung von Informationsasymmetrien selbst zur adversen Selektion. Damit erhöht man in Bezug auf den Leveler-Effekt und den aggregierten komparativen Anpassungsvorteil einer Nation das Risiko der Gesellschaft. Jemand, der nur Bestnoten schreibt, ist sicher stabil und rational. Und wir benötigen auch stabile Leute, die die Tragfähigkeit der Kultur gewährleisten. Aber ist er deswegen kreativer und geeigneter, Transformationsprozesse nur zu denken? Die adverse Selektion übersieht außerdem den Zeithorizont und die Spontanität und Lebensumstände eines Individuums. Jemand, der morgen unter Druck gut funktioniert, muss kein guter Manager werden. Überlegen Sie nur, wie kreativ Steve Jobs war. Es sind und es waren oft die anderen, die hochkreativ waren. Geeks, Außenseiter, Leute aus Garagen. Nicht immer, aber nehmen Sie Elon Musk. Er war laut seiner Mutter ein Prototyp eines Sonderlings. Wenn man derart Leute aussiebt, weil sie nicht gut genug sind, erhöht man die Produktivitätsasymmetrien jeder Nation. Und wann will man denn wissen, ob ein Kafka vor einem sitzt? Auch Julia Friedrichs war dahingehend schockiert von ihrer Eliteforschung. Nun, das wissen Sie erst dann, wenn er anfängt, Bücher zu schreiben, oder er 4 Firmen aufmacht. Eine kanadische Kommilitonin, die sehr unter der Autorität ihrer Mutter litt, die kein Verständnis dafür hatte, dass sie Managerin werden wollte, sagte zu mir 2007 oder 2008: Findest du nicht auch, dass die Neuen immer unmenschlicher werden? Der heutige Selektionsprozess, der ganz besonders in Deutschland, Korea und Japan zum Fetisch geworden sind, fördert zwar den relativ rationalen Erfüllungsgehilfen, der muss jedoch später nicht unbedingt Stabilität herbeiführen, was wir ja im Finanzmarkt dauernd beobachten können. Unser starres Schulsystem ist auch nicht sonderlich vielversprechend. Stabilität geht nicht unbedingt aus Stabilität hervor. Das kann einem jeder Physiker erklären. Und das war ja die Haupterkenntnis von Mancur Olsson, der sogar Revolutionen befürwortete. So jemand wie Schiller wird halt zu seiner Zeit ausgelacht. Doch wie viel Stabilität brachte uns der Großartige? Der hungernde Schriftsteller, der nach Sinn hungerte und Schönheit. Wir brauchen nicht nur Leute, die funktionieren, sondern genauso viele, die sich nicht adaptieren wollen und die Welt anders sehen und Fragen stellen. We need people who think outside the box. Und outside the box wird dann irgendwann inside the box. Ja, und dann sagt der Rationale später in seinem dümmlichen Rückschaufehler: Na, das war ja klar, dass es so kommen musste. Vorher lachten sie Google, YouTube und die Beatles aus. Es ist der erklärte Rückschaufehler von Nassim Nicholas Taleb, der uns vergessen lässt, dass es der verrückte Geist ist, der uns erneuert und schön macht. Verrückt. Anders als der Konsensus. Seite 557. Abonnieren. Liken. Verteilen. Danke.